vorneweg, wer ist Jurist im Saal? Du hast doch schon getrauen aufzustrecken. Wer nicht? Oder hat keine Grundausbildung? Also der Mehrheit darf ich mich gerne anschließen. Erwarten Sie von mir keine detaillierten, fundierten juristischen Fachbegriffe. Greg hat vorher gesagt, ich darf die Arbeitsgruppe leiten. Meine Grundausbildung ist psychologischer Natur. Und über Wirtschaftsstudium, Projektmanagement und Informatik bin ich dann irgendwo dann bei der Beschaffung gelandet. Und jetzt leite ich Beschaffung und darf eine juristische Gruppe führen. Zwei Juristen, drei Meinungen. Mein Ziel ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass wir letztendlich brauchbare AGBs haben, behalten oder wieder neu erhalten, die letztendlich Ihnen und mir im operativen Geschäft dienen. Und Sie können sich vorstellen, dass das einerseits spannend ist, ich lerne viel dazu, aber auch eine gewisse Herausforderung darstellt. Ich habe noch eine zweite Frage. Wer arbeitet mit den SIK-AGBs? Ich habe bewusst in dieser Reihenfolge gefragt, wer arbeitet nicht oder mit eigenen AGBs? Also auch hier, die Mehrheit arbeitet mit den AGBs, die anderen sind vermutlich nicht in die Tagung gekommen. Sie sehen da bei der Umfrage, die wir zum Start, also zu Anfangs 2013 gemacht haben, innerhalb der Verwaltungen haben wir gefragt, also nicht die Berater und die Firmen, sondern innerhalb der Verwaltungen, wer arbeitet damit, dann sieht man eigentlich, dass es die überwiegende Mehrheit ist. Und das war ja nicht immer so, also ich werde nachher noch etwas auf die Geschichte eingehen, aber ich glaube, wir können heute sagen, dass die AGB der SIK vermutlich das Erfolgsprodukt schlechthin sind. Sie sind aus dem Jahre 2004, heute noch gültig und angewendet. Das kann man von den meisten Software und schon gar nicht von der Hardware, die wir einsetzen, kann man das üblicherweise so ja nicht behaupten. Ich werde Ihnen etwas zum Hintergrund sagen, die Situation, wo wir uns heute befinden, dann Ziele, Umsetzung und dann ein paar Einblicke geben in die inhaltliche Diskussion, die zum Teil geführt wurde, zum Teil noch am Laufen ist. Wer ist beteiligt und was sind letztendlich die nächsten und letzten Schritte, bis wir dann wirklich zur finalen Version kommen und dies auch in Kraft setzen können. Der Hintergrund, der Beginn 1999, lange ist es her, doch es gab damals schon Computer, auch PCs, alles schon im Einsatz. Es war eigentlich eine Zeit, bei der viele Firmen begonnen haben, die Informatik nicht so als Global Player zu sehen, sondern sich eigentlich spezifisch in gewisse Bereiche hineinzugehen und interessanterweise auch immer mehr dann begonnen haben, eigene AGBs zu schreiben. Also vorher gab es die IBM und vielleicht noch zwei, drei andere und man kaufte und bezog und den Hintergrund kenne ich weiter auch nicht. Dann war ich doch noch zu jung dafür, aber ab 1999 war bewusst, okay, wir müssen vernünftige Verträge haben und das wurde professioneller. 2003 bei der Überarbeitung, bei der quasi professionellen Revision, die wir gemacht haben, haben wir dann festgestellt, okay, wir müssen uns relativ nahe an die AGBs bzw. an das Obligationenrecht anhängen. Und wir müssen jetzt endlich auch dafür sorgen, dass klar ist, wo beziehen wir Lizenzen, wo beziehen wir Beratung, was ist ein Werk, Leistungen, wie wird das effektiv geregelt. Das war vorher nicht so ganz klar. Entsprechend haben wir dann diese heute fünf gültigen AGBs erstellt. Ich sage immer wir, ich war damals auch dabei, aber nicht unbedingt in der federführenden Rolle. Aber ich mag mich immerhin noch entsinnen, dass wir damals eigentlich gesagt haben, okay, wenn ihr nicht genau wisst, was für einen Vertrag ihr abschließt, dann fragt zumindest, welche AGB ihr anwenden sollt und schreibt das im Vertrag auch rein. So war ich klar, ich mache einen Vertrag über Produkt oder Projekt XY und wenn ich dann die AGB-Dienstleistungen verwende, dann war eigentlich klar, es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag. Das war die Hilfestellung, die wir damals boten. Alle fanden das irrsinnig toll, nur die Industrie überhaupt nicht. Lustigerweise ging es etwa zwei Jahre, bis eigentlich die Privatindustrie, die Partner begonnen haben, das wirklich auch im breiten Kreis zu akzeptieren, zum Teil widerwillig, aber immerhin, es kam eigentlich und heute,
heute, wo wir eigentlich lustigerweise gerade die Privatindustrie von den heutigen AGBs nicht mehr weg. Eine interessante Geschichte, weil es ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass wir als Verwaltung, als Bezüger eigentlich eigene AGBs machen. Es ist doch Sache der Anbieter, zu sagen, wie das Geschäft läuft, wie die Arbeit abzuwägen ist und auch wo die Abgrenzungen sind. Nur wir haben es heute Morgen eigentlich gehört, wir sollten immer schneller schaffen, wir sollen immer bessere Verträge machen, verbindliche Verträge machen, wir sollen mit Ausschreibungen arbeiten und wenn dann jeder im Kleingedruckten noch völlig andere Grundbedingungen stellt, das ist völlige Überforderung für einen normalen Einkauf. Im Bund vielleicht, mit vielen Juristen, theoretisch möglich, aber auch dort geht es eigentlich nicht, dass wir alles akzeptieren. Wir müssen eine Grundlage haben und das haben wir eigentlich geschaffen mit den Bundes-AGB und eigentlich bei der SIK, bei den Verwaltungen mit diesen SIK-AGBs. So, wo stehen wir heute? In einer leicht anderer Form heute Morgen schon präsentiert. Die Aufmerksamkeit ist eher größer geworden. Man ist sich bewusst, dass RFI-Geld ausgegeben wird. Man erwartet typisch schweizerisch, dass man die Reglemente und die Gesetze, insbesondere das Admissionsgesetz, sehr korrekt anwendet. Ich bin mir nicht sicher, ob es in allen Ländern, die nach gerade WTO arbeiten, so genau genommen wird wie bei uns. Aber wir sind dafür bekannt, dass wir da gute Arbeit leisten. Entsprechend haben wir eine Verpflichtung und wir müssen dem auch gerecht werden, wenn wir im Einkauf arbeiten. Ganz klar. Also diesen öffentlichen Fokus können wir uns nicht wegdiskutieren. Den haben wir tatsächlich, der ist gegeben, Peter Fischer hat es gesagt, da können wir lamentieren, aber wegdiskutieren können wir es nicht. Dann, und ich glaube, das ist wirklich eine Änderung seit 2004, also die 11 Jahre sind nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen. Ich glaube, heute ist es wieder wichtiger, dass wir gesamte Services, sogenannte Leistungspakete bekommen. Wir können von Nebenleistungen oder Hauptleistungen sprechen, die Juristen haben da auch keine Begriffe. Aber ich stelle fest, dass wir, wenn wir ausschreiben, eigentlich immer mehr fragen, ja okay, was schreiben wir genau aus? Die Lizenzen, die Dienstleistung dazu, auch die Wartung. Und immer mehr will man eigentlich wieder, spätestens beim Outsourcing, dass man eigentlich ganze Leistungspakete erhält, die verschiedene Teilbereiche umfassen. Also wir wollen eigentlich wieder eine sauber abgrenzbare, aber komplette Leistung. Und letztendlich auch eine Mitverantwortung des Anbieters an den Zielen, die wir als Verwaltungsstelle erfüllen wollen. Es ist ja nicht so, dass die uns hinstellen, davonlaufen, sondern wir wollen eigentlich, dass sie uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und da wird es dann nicht immer so einfach zu sagen, ja, welche AGBs zählen genau. Und ich habe verschiedene in der Vorbereitung Ausschreibungen gesehen und auch eigene Verträge angeschaut aus dem Kanton Basel-Stadt, bei denen wir einfach sagen, ach, es gelten alle AGBs. SIG-AGB als Grundvoraussetzung, wenn ihr die akzeptiert, ist gut. Und ich habe mich von Juristen auch belehren lassen, das ist zwar toll und sehr pragmatisch, aber wenn es dann wirklich zu einem Rechtsstreit kommt, dann beginnt die Diskussion erst. Dann haben wir eigentlich mit dieser allgemeinen Aussage noch nicht wirklich viel erreicht. Komplexere Leistungsinhalte, dank Industrialisierung, eben Outsourcing und Business, die Services werden komplexer. Wir wissen zum Teil nicht mehr genau, was überhaupt für Software in der Hardware integriert ist, fast wie beim Auto. Es sind Komplettpakete, die wir bekommen und die wir eigentlich auch sicher sein müssen, dass sie eben verwendet werden. Ja, dann habe ich mir erlaubt, noch einen Satz dazu zu schreiben. Wir haben auch bei den Anbietern eigentlich, ich will nicht sagen, zwei verschiedene Typen. Aber es gibt so die eine Meinung, der man sagt, okay, wir grenzen uns ab, wir bieten ein kleines Produkt und was ihr eigentlich in der Summe wollt, wissen wir nicht. Aber dafür garantieren wir das kleine Teil. Und ob das kleine Teil dann passt zum ganzen Auto, das ist nicht mein Problem, ihr habt ein Rad beschrieben und wenn das Auto halt ändert, dann haben wir Pech. Oder eben die andere Seite, die mir eigentlich als Einkäufer oder auch als Projektleiter viel lieber ist. Sie fragen, was sind die Ziele, die ihr erreichen wollt? Okay, was ist die Ausschreibung grundsätzlich? Und jetzt, wenn wir den Vertrag machen, was sind eigentlich die Leistungsinhalte, die euch, sprich den Nutzern, den echten Mehrwert schaffen?
Und wie müssen wir das formulieren? Und wir machen das am besten gemeinsam. Und das gemeinsam heißt nicht, wir grenzen uns juristisch ab, sondern es heißt inhaltlich, wir sprechen tatsächlich zusammen, was müssen wir oder wollen wir erreichen, wie erreichen wir das und mit welcher Leistung, letztendlich auch mit welchen Kosten, wird das tatsächlich erreicht. Und diese Diskussion, diese Verhandlungsrunde, da habe ich immer Chefs, die sagen, ich habe die ausgeschrieben und dann habt ihr noch eine Woche Zeit, den Vertrag zu machen und dann beginnen wir mit dem Geschäft. Und interessanterweise halte ich diese Termine einfach nie ein. Ist eigentlich nicht möglich, weil wir haben den Zuschlag gemacht und jetzt gehen wir nochmals hin und sagen so exakt, was liefert ihr, was bekommt ihr, also was bekommen wir, wie geht das genau, was ist der Zeitplan und in der Regel brauchen wir dann meistens noch etwas mehr Zeit, bis der Vertrag schlussendlich wirklich unterschrieben werden kann. Und ich denke, diese Verhandlung, die lohnt sich dann letztendlich auch bei der Umsetzung. Und ich denke eben auch, dass man dort dann eigentlich in den Vertrag wirklich regelt, was zu tun ist und nicht in den AGBs. So, die Ziele der Revision. Wir haben dann gefragt bei den Verwaltungen, ja, was erwartet ihr eigentlich? Wir gehen da wirklich nach 10 Jahren wieder mal dran, das zu revidieren. Was wollt ihr? Die Feedbacks waren unterschiedlich, aber eigentlich über 2/3 sagten, wir hätten eigentlich nur den Bedarf an kleinen bis mittleren Änderungen. Wir wollen eigentlich nicht grundsätzlich alles auf den Kopf stellen. Wir wollen bei dem bleiben. Wir wollen auch nicht alle bestehenden Verträge neu ausarbeiten oder uns wieder neu orientieren müssen. Also bitte revidiert. Wir haben ein paar Punkte, die unten auch angegeben sind. Vereinfachung der Lesbarkeit, Vereinheitlichung gewisser Begriffe und so weiter. Aber im Wesentlichen, und da kann ich alle beruhigen, wird sich auch an der neuen Fassung nicht viel ändern. Ich nehme ein Beispiel dazu, um zu zeigen, was wir mit Komplexität oder Vereinfachung auch meinen. In den Verträgen, also in den AGB, steht eigentlich überall der oberste Satz. Ohne weiteres, bei Nichteinhaltung der im Vertrag als verzugsbegründend vereinbarten Termine, kommt man in Verzug, sonst nach Mahnung. Abgekürzter Satz, da steht etwas ausführlicher drin. Und dann kommt das nächste Abschnitt, die Frage oder der Satz, wann wird eine Konventionalstrafe geschuldet? Wir haben 5 AGBs, jetzt kann jeder mal raten, wo eigentlich die Konventionalstrafe wie geschuldet ist. Die Juristen werden es wissen, bei den anderen hoffe ich es mal, aber ich frage nicht, ich gehe mal einfach durch. Also AGB Gesamtsysteme, wird eine Konventionalstrafe geschuldet? Ja, nein. Ah, das war jetzt zu schnell. Die Antwort heißt, ja, dort ist es drin. Automatisch. Bei den Dienstleistungen, mal überlegen. Nein, nicht einfach drin, muss im Vertrag explizit geregelt werden. Und wenn dort nicht steht, von verzugsbegründend, dann haben wir zwar tolle Termine, aber sie sind nicht die Grundlage für eine Schuldung einer Konventionalstrafe. Bei der Hardware, ja, dort ist es wieder ganz klar drin, die Termine sind automatisch verzugsbegründend. Und bei den Lizenzen und der Wartung ist es wieder so, dass es im Vertrag geregelt werden muss. Und ich habe verschiedene Einkäufer gefragt, vor allem bei den kleineren Verwaltungen, die vielleicht in der Professionalität auch noch anderes machen als nur gerade IT-Beschaffungen. Die sind oft überfordert mit so Kleinigkeiten. Sie lesen den Dienstleistungsteil und denken, das bei den anderen gleich. Es sieht ja fast gleich aus. Und prompt, wenn es dann in eine Diskussion kommt, am Schluss merkt sie, oh shit, hätte ich besser vorbereitet sein müssen. Klar, Fehler der Verwaltung, aber komplex. Und wenn wir von Vereinfachung sprechen, dann ist schon eben eigentlich die Meinung dahinter, wir sollen dafür sorgen, dass es eine gewisse Einheitlichkeit gibt in der Begriffswahl, auch in der Anwendung zum Beispiel dieser Konventionalstrafe, die geschuldet wird, damit man einfach eine klare Linie hat. Wenn man nicht einverstanden ist oder sie rausnehmen will, kann man das ja immer noch im Vertrag anders regeln. Das ist ja nicht, also die AGB stehen nicht vor dem Vertrag, sondern sind als Ergänzung zum Vertrag gemeint. Aber da macht man es bewusst und nicht unbewusst, indem man einfach nicht mehr ganz genau jeden Satz in den AGBs auswendig kennt.
So, ich bin bei der Umsetzung dieser Ziele. Wir haben uns dann überlegt, okay, wie machen wir das? Variante 1, wir gehen einfach hin und gehen jeden Text durch und beginnen mal einzelne Sätze einfach anzupassen vom Deutschverständnis her. Die Variante 2, die geht dann eigentlich weiter. Da wollten wir wirklich sagen, okay, wir haben 5 AGBs, aber wir gliedern sie so, dass wir eigentlich immer die gleichen Abschnitte haben, dass die gleichen Texte drin sind und die Unterschiede besser erkennbar. Und bei der Variante 3 haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir Grundsätze, wir gehen hin und alles, was gemeinsam ist, was wir auch gemeinsam wollen, das nehmen wir in den Teil 1 und alles, was speziell ist, in den Teil 2. Und wir haben in der Summe dann ein Dokument und nicht 5 verschiedene. Und dann kann man dort eigentlich nachlesen, vom Allgemeingültigkeit bis hin am Schluss zu, was ist spezifisch für Lizenzen oder für Hardware beschaffen. Mit diesem Vorschlag sind wir in eine Vorvernehmlassung gegangen bei den Verwaltungen. Und in dieser Vorvernehmlassung haben eigentlich alle Verwaltungen gesagt, gute Idee. Genau das verstehen wir unter Vereinfachung. Geht bitte wieder zurück auf ein Dokument, macht es so, dass es rechtlich compliant ist und funktioniert. Aber wir wollen eigentlich wieder möglichst mit einem einfachen Dokument arbeiten können. Das haben wir als Auftrag verstanden und sind dann auch mit dem dann in die öffentliche, also offene Submission gegangen. Bei dieser zweiten haben wir dann auch die Privatwirtschaft gefragt. Und dort waren die Meinungen dann eher so, dass die Meinung war, okay, das geht ja gar nicht. Wie könnt ihr jetzt wieder Lizenzen mit Dienstleistungen mischen? Also da waren dann wieder einige Fragen, die aus dem Markt zu uns zurückkamen, aus dem Rahmen der Vernehmlassung. Im Moment ist es so, dass wir diese Rückmeldungen aus der Vernehmlassung am fertig bearbeiten sind. Wir sind da wirklich auf der Zielgeraden und haben jetzt eigentlich, ich habe einfach so ein paar Punkte mal aufgeschrieben, mit denen wir uns beschäftigt haben und die sich auch jetzt ändern werden gegenüber dem, was wir in die Submission geschickt haben, in die Vernehmlassung, Entschuldigung. Also mietrechtliche Leistungen gehören dazu, ist klar. Konventionalstrafe habe ich eigentlich vorher schon gesagt, das wird einheitlich werden, so wie wir es sehen. Die Kündigungsfrist, auch ein spannendes Thema. Komisch, 12 Monate für Leistungserbringer, 2 Monate für den Bezüger. Der Bund hat das auch so gemacht. Und es hängt einfach damit zusammen, dass wenn wir neu ausschreiben müssen, wir halt immer noch nicht diese Fristen haben, von denen wir träumen. Eine Ausschreibung geht nicht in 2 Monaten. Deshalb werden wir hier wohl mit diesen Formulierungen weiterarbeiten. Dann so Begrifflichkeiten, die aber durchaus Bewandtnis haben. Also wir sprechen von Gewährleistung, nicht von Garantie, was in gewissen AGBs noch der Fall war. Und dann haben wir ganz viele Punkte eigentlich noch diskutiert, die wir dann letztendlich gar nicht geändert haben, die eigentlich so geblieben sind. Aber wenn wir einfach wirklich die Diskussion geführt haben, zum Beispiel neu kann man die Gewährleistung auf 2 Jahre nehmen, nicht üblich in der IT, deshalb haben wir beim Jahr belassen. Haftungsbeschränkung nicht geändert, Angebotsfrist nicht geändert, die Schutzrechte bleiben beschränkt auf die Schweiz. Man könnte sie auch international anwenden, aber auch das ist wohl nicht wirklich üblich. Wichtiger Punkt, Konventionalstrafe auf Schadenersatz anrechenbar, auch das hat sich eigentlich nicht geändert. Er ist anrechenbar, auch in Zukunft. Und die Gewährleistungsfrist mit 1 Jahr, dann haben wir die Nachlieferungen und die Verpflichtung auch für Dokumentation, die bis zu 5 Jahre geht. Auch da haben wir eigentlich keine große Änderung. Letztendlich sind die Diskussionen eigentlich so, dass ich den Auftrag habe, keine Verschlechterung zu den heutigen AGBs zu erreichen. Wo sie sinnvoll waren und sind, bleiben wir dabei bestehen. Und kurz gefasst, wir nehmen einfach zusammen, was zusammen gehört, um die Lesbarkeit zu vereinfachen. Viel mehr ist es nicht von der Auftragsseite her. Auf der juristischen Ebene, wie das genau formuliert werden soll, da habe ich meine Spezialisten. Und wir haben da eigentlich eine Kerngruppe, bestehend aus mehreren Verwaltungen, also Stadt Zürich, Kanton Bern, Kanton Zürich und auch die Fachstelle der SIK, die da mitarbeitet.
und eine große Schar von Fachleuten aus den verschiedenen Verwaltungen, die hier mit Input und Reviews dafür sorgt, dass es am Schluss auch tragfähig wird. Dann, und das haben wir jetzt gemacht im Juni bis September, wir haben einfach zur Sicherheit noch ein zusätzliches Anwaltsbüro dazugenommen, Frau Dr. Wittmer, die im Saal nebenan referiert zurzeit, ist spezialisiert, hat auf solche AGBs, hat auch den Bund unterstützt und leistet für uns im Moment diese wertvolle Arbeiten, dass sie wirklich auch die einzelnen Inputs aus der Vernehmlassung nochmals durchgeht, kontrolliert, wie wollen wir oder können wir verbleiben und was sind die Argumentationen, dass wir das wirklich eigentlich nicht aus subjektiver Sicht machen, sondern wirklich eine Zweitmeinung aus dem Fachmarkt dabei haben. Dann geplant, so ab Oktober, das wird wohl zweite Hälfte Oktober werden, werden wir vor allem mit den Verbänden Swiss ICT und Swico das Gespräch nochmals aufnehmen und auch mit den jenigen, die eigentlich wichtige Feedbacks gegeben haben, so dass wir dann im November, das ist der Plan bei der Delegiertenversammlung der SIK, die Verabschiedung beantragen können und dann eigentlich auch den Entscheid fällen lassen können, dass die neuen AGBs gültig werden. So, und wenn das klappt, kommt vielleicht noch Übersetzungsarbeit dazu, aber dann haben wir eigentlich den Riesenschritt getan und sind Ende Jahr soweit, dass wir mit diesen neuen AGBs, neu formuliert, alte Inhalte, eigentlich wieder arbeiten können. So, das war der Abriss, viel mehr habe ich nicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wo wir etwa stehen und einen Überblick verschaffen. Jetzt weiß ich, Zeit für Fragen. Ja, danke schön, Andi. Also, ich habe leider keine Uhr und mein Telefon ist am Laden. Also, ich weiß überhaupt nicht, wie... Ah, jetzt da sehen wir hier, wir haben viel Zeit für Fragen. Das heißt, ja. Stellen Sie es vor. Ja, mein Name ist Erich Kleinhans, ich habe eine Frage. Und zwar, Sie haben unter anderem aufgeführt, dass Sie zwischen 2 Monaten und 12 Monaten einen Unterschied der Kündigungsfrist zwischen Anbietern und Abnehmern machen. Sie haben dann begründet, dass Sie eine Submission nicht in 2 Monaten durchziehen können. Können Sie sich vorstellen, dass es für Lieferanten auch problematisch sein könnte, die Konsequenzen aus einem 2-monatigen Kündigung auf Ihrer Seite zu vollziehen? Oder was steckt dahinter, dass das nicht eine partnerschaftliche gleichlange Frist ist? Also wir haben uns bei dieser Diskussion dann letztendlich einfach an die Einigung angelehnt, die beim Bund getroffen wurde. Und dort war die Diskussion eigentlich über längere Zeit geführt und hat sich dann eigentlich auf diese Fristen auch geeinigt. Also ist man ein Gremium zwischen Anbietern und Kunden oder wer ist man? Nein, man, da muss ich alle Anbieter enttäuschen. Man ist tatsächlich so, dass die SIK selbst die AGBs vorgibt. Wir hören zwar an, was der Markt an Meinungen hat, letztendlich klar, will man ja auch, dass sie akzeptiert werden, aber man ist nicht eine gemeinsame Arbeitsgruppe, sondern die Arbeitsgruppe besteht einzig aus Vertretern der Verwaltung. Wobei, Dankeschön. Ich muss da noch präzisieren, dass wir haben natürlich einen Dämpfer, oder? Das ist unsere Rechtsanwältin, die uns jetzt die Änderungen macht und sie kennt den Markt auf beide Seiten und wir haben sehr viele Anträge von der Privatwirtschaft übernommen. Also sind Kleinigkeiten, ich glaube, da werden wir sehr entgegenkommen, moderner, flexibler. Ja, ich finde das gut und finde das auch wichtig, weil ansonsten ist es so, dass diese AGBs jeweils immer noch in den eigenen Verträgen spezielle Klauseln und Vereinbarungen und Ausnahmen und über Präzisierungen erfordern. Und das ist ja wiederum nicht im Sinne dieser AGB-SIG. Da müssten eigentlich beide Parteien vorbehaltslos sagen können, da stimme ich zu, das ist genauso 1:1 in Ordnung. Also wir haben einfach die unterschiedliche Aussage jetzt gemacht und stecken genau in diesen Punkt. Also
wir bemühen uns darum, faire AGBs zu erhalten, die wir eigentlich schon kennen, die akzeptiert wurden und die auch in Zukunft zu haben. Die Feedbacks, die zurückkamen, jetzt gerade aus der Privatindustrie, die sind genauso, kann man sagen, einseitig, wie auf der unteren Seite vielleicht Forderungen gemacht wurden. Also wir haben beide Seiten, die eigentlich zum Teil sagen, okay, das ist nicht mehr fair oder geht über das Niveau aus. Und irgendwo haben wir einen Zeitdruck und es ist schon so, dass wir sagen, okay, wir versuchen jetzt so fair wie möglich, aber mit externer Unterstützung einfach eine Grundlage zu erarbeiten. Ob am Schluss wirklich alle gleichermaßen sagen können, das ist genau das Richtige. Also ich habe mit vielen Juristen, mit vielen Firmen zu tun. Ich bin sicher, dass irgendjemand kommt und sagt, ich bin damit nicht einverstanden. Also von dem her, ob wir alle befriedigen können, alle Argumente, dass diese Erwartung habe ich eigentlich nicht mehr. Wir sollten uns in den wesentlichen Punkten, vielleicht sind wir dort uns einig, einfach die Grundlage behalten, dass wir nicht neue Diskussionen eröffnen, wo eigentlich aufgrund von einer Einseitigkeit des neuen AGBs überhaupt entstehen würden. Also da bin ich eigentlich mit Ihnen einverstanden. Aber ob es im Detail wirklich jedem Auftrag Nemo gleich passt, kann ich nicht behaupten. Weiß ich einfach nicht. Noch Fragen? Als Anbieter, was würden Sie empfehlen, wenn es darum geht, agile Verträge umzusetzen? Also wir arbeiten agil, wir haben oben gehört, dass das eine Anforderung ist. Wäre eigentlich ein Dienstleistungsvertrag, aber geht nicht wirklich darauf ein. Gibt es eine Möglichkeit, agile Prozesse mit diesem Verfahren sauber abzubilden? Es war nicht wirklich ein Kernthema, aber ich nehme es jetzt als etwas globaler auf. Es gibt auch andere Fragen, ob wir Cloud Computing und Serviceverträge und so weiter spezifisch abdecken. Und wir sind der Meinung, nicht zuletzt auch deshalb diese Vereinheitlichung wieder der 5 AGBs, dass wir mit dieser Grundlage eigentlich praktisch alle Bedürfnisse abdecken können. Und man hat eigentlich das Paket, dass man sagt, okay, um was geht es inhaltlich? Und wenn man halt eine Leistung bezieht mit einem Endergebnis, wäre es ja eigentlich eine werkvertragliche Leistung. Und da muss man wirklich sagen, okay, wir arbeiten gemeinsam, das Endziel erarbeiten wir gemeinsam, dann ist es eine Dienstleistung wohl eher. Wenn klar ist, was das Endziel ist, aber der Weg dorthin nicht ganz klar, dann wäre es eher wieder Richtung werkvertraglich. Da kann man eigentlich mit den neuen AGBs viel besser die als Grundlage nehmen und dann die spezifischen Punkte eben im Vertrag regeln, statt dass man dann wirklich entscheiden muss, welche AGBs nehme ich jetzt dahinter. Also ich denke, es hilft auch, gerade bei den modernen Arten von Arbeiten, wenn wir mit den neuen AGBs arbeiten können. Gibt es noch Fragen? Ja. Ich hätte eine Anschlussfrage. Die AGBs sind in der juristischen Lehre ein bisschen umstritten, wie sie in Kraft treten. Also müssen sie dann integrierte Bestandteile sein oder nicht? Das möchte ich jetzt nicht hier disputieren. Aber die viel spannendere Frage ist, welche Art von Verträge gibt es? Und würde es eventuell Sinn machen, Musterverträge den ausschreibenden Stellen zur Verfügung zu stellen? Und da meine ich eben auch Musterverträge für Cloud Computing, die ich verstanden habe, die jetzt nicht in ihren AGBs drin wären. Ist so etwas geplant oder wäre das wünschenswert? Haben Sie das auch schon gehört oder bin ich der Erste, der mit so einer Idee kommt? Nein, Sie sind nicht der Erste. Bei den bestehenden AGBs vor 11 Jahren hatten wir Musterverträge. Wir haben dann aber auch festgestellt, dass diese nicht so häufig angewendet wurden. Bei den jetzigen ist es so, dass wir immer sagen, mit den neuen AGBs kann man eigentlich jede Art von Leistung abdecken. Und sobald wir jetzt eigentlich den Vertragstext vorgeben und dort Musterverträge machen, dann wird man dort wieder reduziert, aber dann muss man klar sagen, um was es geht. Und wir nehmen diese Anregung auf, es war nicht oder ist heute nicht Bestandteil des Auftrags, den die Arbeitsgruppe hat, aber wenn hier Bedürfnisse bestehen, dann ist das sicher etwas, das wir nochmals aufnehmen können. Also bis Ende Jahr werden wir sowas nicht bieten, wir werden keine Musterverträge machen. Und weitere Optionen sind sicher möglich, da will ich eigentlich nicht Nein sagen. Ich
Also jetzt haben wir noch 5 Minuten für Fragen. Wenn nicht, dann würden wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ich bedanke mich. Also vielleicht ein Schlusssatz noch, bevor Sie klatschen. Einfach damit das nicht im Raum stehen bleibt. Ich habe vorhin gesagt, ich bin sicher, wir können es nicht allen recht machen. Selbst das liegt in der Sache. Das sind Interessenvertretungen, da lässt sich nichts machen. Sie haben mein Versprechen, dass wir uns darum bemühen, Fairness zu bekommen. Wir wollen keine Verschlechterung zum heutigen AGBs, das ist unsere Sicht. Wir wollen aber niemanden über den Tisch ziehen, sondern eigentlich ist die Grundlage, wie ich den Inhalt praktisch gegeben durch die bestehenden AGBs. Und wenn wir uns daran orientieren, dann sollte auch die Akzeptanz vom Markt her durchaus möglich sein. Was wir einfach erwarten, ich habe es am Anfang gesagt, und ich denke, das ist auch wichtig, wir erwarten eigentlich vom Markt auch eine gewisse Mitverantwortung bei der Erbringung der Leistung und bei der Erfüllung der Ergebnisse. Und ich denke, das ist auch eine Chance des Markts, die Verwaltungen noch besser zu verstehen und wirklich eine Partnerschaft aufzubauen. Wir haben gesetzliche Vorlagen, ganz klar, mit Submissionsrecht und anderem, aber Schweizer Firmen, die auf OER basieren, die Verwaltungen kennen, können hier nicht zuletzt gegenüber ausländischen Unternehmen einen echten Mehrwert schaffen. Sie können eben als Partner auftreten und diese AGBs, auch diese Konventionalstrafe, die ich vorgenommen habe, Schweizer Firmen sind in der Lage, das abzuschätzen und auch die Termine zu halten. Und ich bin überzeugt, eine Firma aus Taiwan, sie kann zwar vielleicht dann irgendwann in den GATT-WTO-Bestimmungen mitmachen, aber ich bin auch überzeugt, dass sie nicht einfach eins zu eins die gleichen Leistungen, die gleiche Qualität erbringen können. Und insofern denke ich, es gibt eben auch eine Chance hier, dass wir eigentlich einen Mehrwert in der Leistungserbringung erhalten, wenn wir hier partnerschaftlich zusammenarbeiten. Dann der dritte Punkt, und der kommt dann einfach am Schluss, wenn es konkrete Diskussionen gibt, man kann in den Verträgen wirklich die AGBs übersteuern. Das war schon immer so, das wird auch in Zukunft nicht geändert. Man muss sich aber bewusst mit diesen Punkten auseinandersetzen. Mehr war es nie und mehr wird es wohl auch nicht bleiben. Also es ist nicht zwingend die Meinung, dass man die AGBs 1:1 anwendet und einfach einen Mustervertrag drüber legt und sich nie um den Inhalt kümmert, sondern irgendwo braucht es genau diesen Punkt, diese Auseinandersetzung, diese aktive Auseinandersetzung mit dem Inhalt, den Ergebnissen und auch der Leistungsfähigkeit des Anbieters. Also das können wir nicht wegnehmen. Jetzt habe ich froh provoziert, statt... Mikrofon. Es ist tatsächlich so. Entschuldigung. Hallo. Also vielen Dank für Ihr Versprechen. Das freut mich sehr zu hören, dass Sie da für ausgewogene Lösungen einstehen. Es ist einfach so, bei Submissionen ist es oftmals so, dass ein Musskriterium der Akzept der AGBSIK beinhaltet. Mhm. Und dann wird es extrem dünn, das zu tun, was Sie angesprochen haben, im Anschluss daran dann diese Bedingungen in irgendeiner Weise nochmals zu verhandeln oder auszudiskutieren. Das ist einfach dann die Realität. Ja, das war ein guter Schlusswort, das stimmt. Also, danke für die Bemerkung. Das ist tatsächlich so, auch wir nehmen die AGBs als Grundlage, aber ja, der Rest ist gesagt. Oder? Okay, danke. Bevor die nächste schwierige Frage kommt, bitte klatschen Sie. Also, vielen Dank.